Meine Lieben und willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Oh, ihr steht ein bisschen schief. Ich hoffe, das geht hier heute so. Kleinen Moment. Das Problem ist, was ihr nicht seht, ist, dass ich hier und da relativ viel Teile eines Kleiderschranks stehen habe. Unter anderem riesige Schubladen, weil wir einen neuen Kleiderschrank aufbauen. Aber bei der Hitze macht das einfach keinen Spaß und deswegen, naja, steht hier eben immer noch alles voll. Ich hatte gehofft, dass sich das erledigt hat, wenn ich das nächste Video mache. Genau, also heute möchte ich euch gern begrüßen, alle alteingesessenen Stickhasen, genauso wie die Neulinge auf dem Kanal, zu der versprochenen Asia-Parade. Ja, bevor ich mit der Asia-Parade beginne, würde ich gern drei Projekte zeigen, die im weitesten Sinne zu der Asia-Parade dazugehören. Und ich würde aber auch gern, bevor wir das wiederum machen, euch meine neuesten Errungenschaften bei den Geishas zeigen, denn die Geisha-Parade ist ja der Vorgänger dieser Parade. Und damit komplettiere ich erstmal meine Dokumentation. Ich habe nämlich auf eBay tatsächlich für sehr, sehr wenig Geld Anleitungen aus Stickzeitschriften erworben, wo Geishas drauf sind. Und das sind Bilder, die ich so auch noch nirgends gesehen habe. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Ups. Einmal diese Geisha hier. Oh. Ja, ein bisschen weiter weggehen. Aber ich finde das Gesicht so niedlich. Also ich fand es irgendwie total süß, auch wenn es relativ pixelig aussieht. Fand ich das irgendwie von der Gestaltung schön. Ja, und wie gesagt, das Gesicht, sie schaut so anmutig. Und ja, ich fand die sehr, sehr süß und musste sie unbedingt haben. Ich finde auch tatsächlich ihren Kimono ganz hübsch. Ja, und ist mal ein anderer Stil und hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich zugeschlagen. Das war nämlich nur 4 Euro oder so. Oder 3. Ich glaube 4 mit Versand oder so. Also war ja nicht so teuer. Kam aus Großbritannien tatsächlich, aber natürlich als Brief. War jedenfalls relativ günstig. Dann ein Bild, was ich tatsächlich schon oft auch gesehen habe. Und von dem ich auch denke, dass es da ein Kit mal gab. Aber momentan habe ich das Kit nirgends gefunden. Und das war offensichtlich auch meiner Stickzeitschrift, ähnlich wie mit dem Samurai, den ich ja besitze. Der ist ja auch in einer deutschen Stickzeitschrift gewesen. Und zwar ist das diese Dame hier. Die finde ich auch so wunderschön. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es ist einfach sehr realistisch. Also das ist halt wirklich eine echte japanische heutzutage Geisha. Ja. Und das im Prinzip als Stickbild. Ich finde es toll, weil es ist tatsächlich nicht so groß. Also wenn ihr seht, vielleicht seht ihr das auch, dass die Pixelung jetzt nicht so super detailreich ist. Also es sind nicht so kleine Kreuze. Und trotzdem kommt das super gut raus. Also auch das war nicht teuer. Ich glaube auch plus 5 Euro oder so. Also geschenkt. ist ja aber nur die Anleitung. Aber Anleitungen sind ja auch so eigentlich schon teuer. Ja. Und dann habe ich mir ein Kit auch auf eBay, also alles auf eBay, gekauft, das man so irgendwie auch nirgends mehr herkriegt. Also ich habe es jetzt auf den gängigen Shops nicht gefunden und ich wollte es aber gern unbedingt haben. Grüße gehen raus an eine liebe Stickerin von Instagram, die auch nur Asia-Motive stickt. Und darüber haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und sie kommt aus Russland und sie ist echt total lieb und wir haben halt festgestellt, dass wir ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben. Also nicht nur das Sticken von asiatischen Motiven und ihr Kanal macht mich so süchtig, das ist so schlimm und diese Geisha habe ich eben auch bei ihr gesehen. Allerdings hat sie das Gesicht verändert, weil es ihr nicht gefallen hat. Ich finde ihre Version tatsächlich viel schöner. Genau, das ist dieses Gold Collection Petite Dimensions Kit. Und das heißt Geisha Beauty. Ist wieder auf 18 Count. Aber diesmal offensichtlich ohne Goldfaden. Was ja auch mal schön ist. Mal was ganz Klassisches. Also die finde ich auch mega, mega schön. Und ja,
Diese drei Geishas sind noch zu meiner Sammlung dazugekommen. Was soll ich sagen? Aber es war ja wirklich, also es war alles nicht teuer. Ich bin super froh, dass ich das so günstig schießen konnte auf eBay. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich habe jetzt auch von einer lieben Abonnentin, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Es tut mir leid, aber du weißt, wenn du gemeint bist. Ich bin mit Namen so schlecht, wirklich. Also, ich habe von der lieben Abonnentin eine Nachricht bekommen zu einer Geisha. Und auch auf eBay. Und ich habe sie mir angeschaut und die war unfassbar teuer. Also die ist offensichtlich sehr, sehr selten. Ich habe die so auch noch nicht gesehen. Aber 135 Euro ist schon echt viel. Und ich muss sagen, dafür, ich weiß nicht, ob sie mir dafür gut genug gefällt, weil die Geisha mit dem schönen Gesicht, die ich sticke, die war billiger und die übertrifft einfach niemand. Und für die hätte ich so viel Geld ausgegeben, weil die habe ich einfach wirklich haben wollen. Aber ja, die ist schön. Aber ich weiß es nicht so richtig. Ich bin da wirklich, ich hadere mit mir. Und ich habe genug Geishas. Ich würde gerne die Sammlung komplettieren, weil es, glaube ich, auch ein Dimensions-Kit ist oder so. Aber ja. Nun ja, wir machen weiter mit der Asia-Parade. Danach haltet ihr mich für völlig bekloppt. Ich habe jetzt auch mal ausgerechnet, dass alle meine Projekte, wenn ich 5 Projekte im Jahr finische, wenn ich alle beenden würde, also wirklich alle, dann bräuchte ich wahrscheinlich 24 Jahre. Also vorausgesetzt, ich finische 5 Sachen im Jahr. Da bin ich dieses Jahr schon drüber, glaube ich. Weil ich habe schon Sachen verschenkt. Das heißt, es könnte auch schneller gehen. Vielleicht sind es auch nur 12. Wer weiß. 12 Jahre reichen ja aber auch. Also ich denke, meine Schätzung, dass ich die nächsten 30 Jahre gut beschäftigt bin, war gar nicht so schlecht. Ja, bei der Asia-Parade, wie gesagt, würde ich gerne mit 3 Projekten starten, die im weitesten Sinne Asia sind. Also es ist nicht so das Motiv direkt Asia, aber sie haben mit Asien bzw. Japan zu tun. Das erste ist ein relativ aktuelles Projekt, was ich mit der lieben Zenobi, also schaut auf dem Kanal vorbei, sie hat es, glaube ich, noch nicht vorgestellt, aber was ich mit ihr zusammensticken werde. Und zwar ist das ein Godzilla-Projekt. Und Godzilla kommt ja ursprünglich aus Japan. Eigentlich original wird es ja Gojira genannt. Und ja, ich fand dieses eine Projekt total toll. Ich werde es euch wahrscheinlich wieder irgendwo einblenden. Und zwar ist das so ein, ich nenne das immer Home Sweet Home Projekt. Es gibt unheimlich viele Projekte auf Etsy, wo man so Willkommensschilder sozusagen designen kann. Oder wo man Home Sweet Home in verschiedenen Stilen findet. Ihr wisst ja, dass ich für meine eine Freundin das Pokémon Home Sweet Home gemacht habe. Und das jetzt soll eigentlich ein Geschenk für eine andere Freundin werden. Falls ihr zu meinen engsten Freunden gehören solltet, schaltet bitte ab, denn es könnte euch betreffen. Genau. So, und dieses Bild, was ich jetzt hoffentlich erst einblende, damit niemand gespoilert wird von meinen Freunden, sagt im Prinzip aus, dass, also, was steht drauf? Major, also auf Deutsch übersetzt heißt es, möge dieses Haus als letztes von Godzilla zerstört werden. Und ich fand das so lustig. Es ist so ein bisschen zynisch, aber ich fand es wirklich einfach göttlich, dieses Bild. Es ist sehr, sehr reduziert, also vom Stil her auch sehr pixelig, aber ich finde es halt irgendwie toll, dass dort eben draufsteht, ja, also es gibt ja so Bilder, da wird gesagt, ja, möge dieses Haus beschützt werden oder keine Ahnung, und dort steht halt da, ja, möge dieses Haus von Godzilla als letztes zerstört werden, fand ich einfach super witzig. Die liebe Zenobi hatte, glaube ich, genau den gleichen Impuls, weil als ich ihr das gezeigt habe, hat sie auch gemeint, oh mein Gott, das ist voll das Projekt für mich. Also sie hat offensichtlich einen ähnlichen Humor. Also fand ich total witzig, dass sie das auch so toll fand, weil ich habe mich wirklich richtig, richtig amüsiert über dieses Bild. Ich fand das so cool.
Ja, und dann gibt es noch zwei andere Projekte. Ich versuche sie euch einzublenden, weil das Problem ist, ich habe die Anleitungen und auf den Anleitungen ist ungefähr in dieser winzigen Größe ein Bild davon. Und ja, da sieht man nichts. Also das erste Bild kennt ihr vielleicht von der lieben Waltraut. Die stickt das nämlich und die ist auch schon ziemlich weit, ich glaube kurz vor der Vollendung. Und zwar ist das, lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, es heißt Spirit of the Kohaku River. Glaube ich. Das ist, glaube ich, der Originaltitel. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall ist das der Drache aus Chihiros Reise ins Zauberland, was ja ein japanischer Zeichentrickfilm ist, also ein Anime. Und dieser Drache ist da mit Blüten, mit Lotusblüten abgebildet. Super schönes Bild, ist glaube ich auch quadratisch, gefällt mir richtig gut. Und ich mag die Ghibli-Filme. Also Ghibli ist das Animationsstudio von diesen Filmen. Es gibt da mehrere. Und wer Ghibli-Filme noch nicht gesehen hat, der sollte sie dringend schauen, weil Ghibli ist wirklich ganz große Kunst. Also, das ist auch nichts unbedingt für Kinder, muss ich sagen. Also, man kann einige Filme auch Kindern zeigen, weil sie halt schön gezeichnet sind. Aber ich finde, man entdeckt in vielen Filmen auch nach mehrmaligem Gucken noch Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Und sie sind teilweise auch so ein bisschen verwirrend oder mysteriös. Und es gibt immer versteckte Botschaften. Ich finde, das ist, wie gesagt, ganz große Kunst. Und ja. Also Chihiros Reise ins Zauberland ist zum Beispiel halt auch so ein Film, der mega toll ist. Und deswegen kann ich den euch nur ans Herz legen. Und der Drache, wie gesagt, der Haku, den hat Waltraut angefangen zu sticken. Und den würde ich auch gern sticken, denn die Anleitung habe ich schon wahnsinnig lange. Ich habe mir die hier auch hingelegt, was total sinnlos war, weil ich kann sie euch eh nicht zeigen. Und dann gibt es noch eins, das heißt. Steht das hier irgendwo? Nee, ich glaube. Achso, doch, Dragon in Lilies. Das habe ich mir auch mal gekauft auf Etsy. Leider gibt es den Shop gar nicht mehr und die Anleitung auch nicht mehr. Die Anleitung vorher, die auch Waltraut stickt, ist ja von Luna Fox Stitch. Da weiß ich nicht, ob sie das noch im Bestand hat. Ja, aber so habe ich überhaupt die Designerin erst kennengelernt. Und Dragon in Lilies ist von Tatjana Jaschnowa. Ich habe das nirgendwo gefunden. Also scheint es diese Anleitung nicht mehr zu geben. Ich werde euch ein Bild einblenden und falls ich das nicht kann, versuche ich euch dieses kleine Bild hier zu zeigen. Das ist im Prinzip. Nee. Im Prinzip ist das auch dieser Drache aus Chihiros Reise ins Zauberland, allerdings nicht in quadratischer Form, sondern in geschlängelter Linie, halt eher also in einem langen Format sozusagen. Und das finde ich persönlich noch schöner, obwohl eigentlich beides passt. Also gerade diese langgezogenen Formate oder Quadrate, finde ich, sind etwas, was sehr für asiatische Kultur steht. Man hat häufig solche Banner oder so schmale Teppiche. Oder eben Gestaltungen, die sehr, sehr schmal sind oder quadratisch. Und deswegen finde ich das cool, dass diese zwei Sachen genauso eben auch gestaltet sind. Ja, und weil das, wie gesagt, nicht so richtig asiatisches Motiv ist, habe ich gedacht, setze ich das an den Anfang, weil es für mich trotzdem irgendwie zu den asiatischen Designs gehört oder zumindest eine Verbindung hat. Ja, jetzt kommen wir zu den restlichen. Ich werde mal mit dem größten anfangen, weil ich Angst habe, dass ich es sonst vergesse, wenn das hier so an der Seite steht. Das kennt ihr ja schon. Und ja, ich weiß, ich muss da noch ein Video aufnehmen. Die liebe Stickliesel hatte ja gefordert, dass wenn sie an ihrem Chatelaine arbeitet, ich das auch tue. Aber ich habe es immer noch nicht hinbekommen. Es ist einfach zu warm und wir haben wahnsinnig viel zu tun. Ich habe super viele Termine. Also praktisch habe ich keinen einzigen freien Nachmittag mal so für mich gehabt. Und wenn ich mal einen Tag hatte, wo ich dann unverhofft Zeit hatte, dann habe ich den für mich genutzt. Das
seht ihr mir hoffentlich nach, weil ich einfach, also ich komme gerade zu nichts. Ich weiß auch nicht, wann ich das Monatsupdate drehen soll. Ich bin gespannt, wie ich das mache. Ich habe praktisch eigentlich nur eine Möglichkeit und ich hoffe, dass ich die auch nutzen kann. Heute geht es hier oben auch einigermaßen, aber Video hier drehen, so, nee, also bei 36 Grad oder auch nur 30 Grad ist es hier unaushaltbar oben, finde ich. Ja, also wie gesagt, ihr kennt es ja schon. Oh, ich habe es falsch rum, sehe ich gerade. Ihr kennt es ja schon, und zwar ist das Manschette Lane. Ich versuche es euch in die Kamera zu halten. Ich weiß nicht, ob es klappt. Moment. So. Ja, also soweit bin ich. Das Motiv heißt, ich blende euch mal ein, wie es am Ende aussehen soll. Leider wird es ein bisschen unscharf werden. Es gibt davon tatsächlich echt nur sehr schlechte Bilder im Internet. Das heißt Japanese Garden. Und ich persönlich war halt sehr angetan von diesem großen Tori in der Mitte, also von diesem japanischen Tor. Und ich finde es auch immer noch richtig klasse. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, wie hier die Fäden. Ups, Entschuldigung, meine Haare. Wie hier die Fäden glitzern. Wahrscheinlich nicht. Also diese Wolken da im Hintergrund, das ist alles kreinig. Es ist ein mega schönes Bild. Ich liebe es auch wirklich sehr, aber es ist eben ein Chatelaine und deswegen sehr fordernd. Und ich muss da wirklich Kopf dafür haben, weil wenn man da einmal einen Stich falsch setzt, man ärgert sich. Es ist einfach so wichtig, dass man sich da konzentriert und Mühe gibt und so. Und ja, deshalb, das ist jetzt einfach gerade nicht die Zeit dafür. Im Winter vielleicht wieder. Das habe ich mir wirklich stark vorgenommen. Und ich möchte das eigentlich auch nächstes Jahr zu einem Fokusprojekt machen. Ist jetzt mein Plan. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber das ist der Beginn meiner Asia-Parade. Mein Chatelaine. Was mir jetzt zum Glück noch eingefallen ist, dass das auch dazu gehört. Dann habe ich ein ganz neues Projekt. Und zwar sind das die, jetzt steht das hier auf Russisch drauf und nicht auf Englisch. Ach ja, genau. Das ist von Old Forest Embroidery. Die Berry Tigers. Ich kann es ja mal kurz so zeigen. Und dann blende ich euch das Bild vielleicht nochmal ein, während ich hier lese. Genau. Also die Berry Tigers sind ganz, ganz neu. Und ich habe das auf Old Forest Embroidery gesehen, als ich den neuen Teil der Schatzinsel runterladen wollte. Also man ist nie gefeit davor, was zu kaufen, ich sag's euch. Und dann habe ich dieses Bild gesehen und dachte, oh, das ist sehr cool. Weil es ein asiatisches Design ist, ist ja völlig klar. Irgendwer war das, die Sabrina. Irgendwer hat zu mir gesagt, dass es halt zu mir passt, aber dass ihr die Tiger nicht gefallen, weil die irgendwie aussehen wie Meerschweinchen oder sowas. Also auf jeden Fall eben zu dick sind. Aber ich finde das gerade toll, dass die so dick sind. Ich habe das gesehen und dachte, die sind ja süß. Die sehen ja total witzig aus. Ich liebe ja dicke Tiere. Also, wenn die so flauschig sind, jetzt nicht, wenn die fett sind, ungesund fett, das ist für die Tiere ja auch nicht schön. Aber die sind schon süß gemacht, finde ich. Also kann man eigentlich nicht meckern. Genau, die Berry Tigers habe ich mir als komplettes Kit bestellt. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier überhaupt. Ah ja, genau. Es wird 16,5 mal 49 Zentimeter, also wieder dieses schmale Format, von dem ich gerade gesprochen hatte. 91 mit 270 Stiche. 8092 Stiche insgesamt, was eigentlich geht. Also ich finde, 8000 Stiche sind okay. Oh, jetzt habe ich gewackelt. Das kann man schon mal hinbekommen. Und es sind nur 7 Farben. Das ist natürlich cool, wenn das nur 7 Farben sind. Habe ich letztens bei einem All Forest Embroidery Projekt, weil ich habe noch eins bestellt gehabt, habe ich das auch gedacht. Dachte ich, oh, das sind nur 5 Farben oder so. Das ist eigentlich total angenehm mal, wenn man nicht so oft wechseln muss. Und das verstehe ich nicht, was die damit meinen. Die totale Länge der anderen Stiche. Was soll das heißen? Weiß keiner.
Nun ja, jedenfalls habe ich hier ein 28 Kaunstoff drin. Übelhörmonika. Keine Ahnung, was das ist. Ist offensichtlich doch ein anderer Stoff als die letzten Male. Jetzt muss ich hier mal reingucken. Das interessiert mich jetzt doch, weil die letzten Male war immer Leinen dabei. Das ist kein Leinen, das ist ein Evenweave, würde ich sagen. Okay, also wer dieses Projekt stecken möchte als Kit, der bekommt einen Evenweave-Stoff. Interessant. Bin ich ja mal gespannt, weil bisher habe ich All Forest Embroidery immer auf Leinen gestickt. Mir ist das ja relativ wursti, aber interessant. Handgefärbte Garne auf Basis von DMC. Bla, die Anleitung, die Nadel, Uncharted, Needleminder. Ach ja, den Needleminder, den kann ich euch noch zeigen. Der ist vielleicht interessant. Also hier sind die handgefärbten Garne. Schön, ne? Dann haben wir wieder hier die Ulfros Embroidery Anleitung, die ich auch mal. Genau, hier sind die Anleitungen. Das sind riesige Charts. Und dann haben wir hier. Da habe ich schon die Nadel dran. Den Needleminder. Ich hoffe, ihr seht den gut. Das ist ein Tiger. Bestimmt auch was für Leute, die das Projekt jetzt nicht so toll finden. Aber die Needleminder kann man auch einzeln kaufen. Also eine unbezahlte Werbung. Ich habe das alles selbst gekauft. Ich habe hier nichts umsonst gekriegt. Leider. Wäre schön gewesen. Vielleicht hätte ich vorher mal anfragen sollen. Ja, das zweite Projekt, was ich euch zeigen möchte, was ich vielleicht sogar schon gezeigt hatte, ich bin mir unsicher, ist der Exquisite Kimono. Aber ich will den nicht auspacken, das ist so fest eingeschweißt. Und zwar ist das eine Dimensions-Anleitung, aber eine alte Dimensions-Anleitung von Lane Gordon. Fand ich auch mega schön. Es gibt auch mehrere Kimonos, die man kaufen kann, also in dem Stil. Und wie heißt sie? Joan Elliott hat ja auch mehrere Kimonos. Dann habe ich ein Umgebungsbild. Ich finde es so schön. Ich muss das einfach haben. Es gibt auch noch mehr davon. Aber die waren dann alle ausverkauft auf eBay. Also, das habe ich auf eBay erstanden von Maya. Das ist ja eine Kollektion von Enker. Und zwar ist das der Tsuyoji-Tempel. Also, den gibt es wirklich. Und das ist sicherlich mal so ein Holzschnitt oder sowas gewesen. Also, ein richtiges Bild, Gemälde. Aus Japan und das ist eben als Kreuzstich gemacht. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher, weil man sieht hier halt richtig die Stiche. Oh, ich finde, das sieht so toll aus. Und auch hier unten zum Beispiel mit dem Schirm und die Rückstiche, es sieht halt wirklich aus wie so ein Holzschnitt. Ne? Richtig toll. Und auch mit dem Schnee und mit dem Tempel. Ich fand es so toll. Und es kommt halt in so einer tollen Verpackung. In so einem Buch, sag ich mal so. Und das ist halt auch so mega stilvoll gemacht, einfach mit den Blüten. Und ja, hier hat man dann eben alles drin, die Garne, die Anleitung, die Lochkarten. Genau, habe ich jetzt noch nicht ausgepackt. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich habe das ausgeklipst. Okay, kleinen Moment, ich hoffe, ich kriege das wieder hin. Ansonsten mache ich es einfach wieder zu, dann kriegt das keiner mit. So. Genau. Also, das ist, wie gesagt, sehr hochwertig verpackt, so wie man es von Maya gewöhnt ist. Also, wunderschön. Ich liebe es. Ich muss auch die anderen unbedingt noch irgendwann ergattern. Ja, dann habe ich eine Anleitung, die habe ich auf Etsy gekauft. Ich hoffe auch hier, dass ich, ach, da habe ich sogar schon einen Stoff drin, dass ich euch hier ein Bild einblenden kann. Und zwar ist das ein Set aus, also ein Jahreszeiten-Set. Man konnte die auch einzeln kaufen, aber ich habe die zu viert gekauft. Und ich denke,
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das wäre auch von Luna Fox Stitch vielleicht gewesen. Ja, das ist auch von Luna Fox Stitch. Und zwar gibt es da eben Cherry Blossom. Also logischerweise. Das kann ich euch halt nicht in die Kamera halten. Ne? Das ist echt blöd. Das ist der Frühling, der Sommer, Herbst und Winter. Sind das so Kois? Also praktisch hat man immer das Wasser und den Koi, der darin schwimmt. Und als Jahreszeiten-Kennzeichnung hat man dann halt verschiedene Pflanzen und Blüten und so. Und das ist halt nicht so groß und auch nicht so aufwendig. Und das wollte ich unbedingt auch mal sticken und mir an die Wand hängen. Ich finde es auch immer noch voll schön. Und es würde wahrscheinlich auch gar nicht so lange dauern. Aber ich habe nur den Stoff. Ich habe es noch nicht gekittet. Und ja, das ist so ein Projekt, muss ich sagen. Wenn ich es sehe, habe ich immer total Bock drauf. Und wenn ich es nicht sehe, dann aus dem Augen, aus dem Sinn, vergesse ich, dass ich es habe. Was ich nicht vergesse, was ich habe, sind die Projekte, die ich euch jetzt zeige. Da habe ich auch nur Anleitungen, aber die haben mein Herz im Sturm erobert. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich euch das in der richtigen Reihenfolge zeige. Ja. Und zwar, ich liebe die Anleitungen von Paradise Stitch. Das ist auch ein Händler auf Etsy. Ich kann euch das unten verlinken. Ich bin mir aber unsicher, ob derjenige noch auf Etsy ist, weil ich glaube, das ist auch ein russischer Anbieter gewesen. Kann sein, dass ich da woanders... Ah ja, ich habe auf Boosty eingekauft. Genau. Die sind ja dann alle auf Boosty gewechselt. Da kann man auch so Sachen einkaufen. Ich kann euch das ja verlinken, wenn ich es finde. Die haben auch so Telegram-Kanäle, wo die ihre Werke immer zeigen. Ist also wirklich wahnsinnig schön. Ich liebe diesen Designer. Einfach richtig toll. Ich glaube, das ist sogar eine Frau gewesen. Bilde ich mir ein. Stand das hier irgendwo? Ist halt leider, wie gesagt, alles russisch. So. Deswegen kann ich es nicht lesen. Genau. Einmal haben wir den Frühling. Ich dachte, hier steht der Titel doch irgendwo drauf in Englisch. Ich war mir so sicher. Achso, Sakura. Naja, gut. Und Olga. Olga heißt die. Olga Lankewitsch. Also die Olga Lankewitsch, ne, das sollte ein Name sein, den ihr euch merkt. Also ich habe wieder hier Jahreszeiten eingekauft. Und zwar stehen im Mittelpunkt immer Schirme, asiatische Schirme. Das hier ist der, wow, das fällt gleich runter. Das hier ist der Frühling. Wieder ein längliches Motiv. Ihr seht, das kehrt wieder. Mit Kirschblüten. Und die fallen hier unten so ins Wasser rein. Super schön gemacht. Und die Motive auf den Schirmen, da müsst ihr mal drauf achten, sind super schön. Die passen auch immer zu den jeweiligen Jahreszeiten. So, das ist der Frühling. Dann habe ich den Sommer. Das heißt, glaube ich, wie heißt das? Pagoda oder so. Also auf jeden Fall geht es um diese Pagode im Hintergrund. Das ist der Sommer. Hier ist die Pagode im Hintergrund. Dann hat man hier auf dem Schirm, was hat man da drauf? Ach, zwei Pfauen und die Treppe, die zu der Pagode führt. Und da sind die Schirme abgebildet. Das ist der Sommer. Kurz mal sortieren. Dann der Herbst. Da sind Kois auf dem Schirm und rote Ahornblätter. Natürlich, weil rote Ahorn ist ja typisch japanisch. Genau, die fallen hier auch wieder runter ins Wasser. Und dann haben wir noch den Winter. Da sind Kraniche auf dem Schirm und man hat Bambus im Hintergrund. Und Schnee natürlich. Das ist nicht schön. Sind die nicht toll? Also die nicht toll sind, weiß ich auch nicht. Guckt euch das einfach mal an. Ich meine, die Kraniche hier drauf und also... Oh, die sind so toll. Ich liebe die so sehr. Und wenn ich die sehe, kriege ich auch jedes Mal Bock drauf. Jedes Mal. Ich habe eigentlich erst nur den Winter gesehen und fand den so schön.
Und dann habe ich gesehen, dass es eine ganze Reihe ist. Und dann war ich verloren in den Tiefen von Paradise Stitch. Das nächste Muster ist auch von Paradise Stitch und heißt Lotusse. Lotusse? Lotusse? Lotussen? Was ist die Mehrzahl von Lotus? Lotusblüten oder Lotuspflanzen? Genau, das ist. Ich halte mal den Rest dahinter. Also unten schwimmen Goldfische oder Kois. Ich denke, es sind eher Goldfische. Und oben fliegen Eisvögel. Also voll mein Ding. Und dann hat man in der Mitte eben die Lotuspflanzen. Und man hat sozusagen den Blick unter Wasser und über Wasser. Fand ich super schön. Und wieder, ihr seht, das schmale Format. Ich liebe es so sehr, wirklich. Wenn man mehr Zeit zum Sticken hätte, wirklich. Also Paradise Stitch ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, also ich könnte auch nur das sticken, einfach. Dann habe ich einen Fächer gesehen bei Paradise Stitch, den ich auch mega toll fand. Und zwar könnte das auch was für die Celine sein, weil es ein bisschen was mit Schmetterlingen zu tun hat. Genau, es ist dieser Fächer. Die Schmetterlinge, die auf dem Fächer sind, fliegen sozusagen aus dem Fächer raus ins Mondlicht. Was ich besonders schön finde, ist, dass dieser Fächer hier unten umsäumt ist praktisch von Spinnenlilien. Und die Spinnenlilien sind auch ganz, ganz typische Pflanzen aus Japan. Also die sieht man auch ganz, ganz häufig auf Bildern. Genau, also so sehen die aus, die Spinnen, die sind so ein bisschen ausgefranst. Ja. Genau. Ach, schön. Einfach nur schön. Ja, und damit habe ich mich geoutet als absoluter Fan der Designs von Paradise Stitch. Die haben so, also, die hat einfach so krasse Designs. Ich könnte alle kaufen, selbst wenn die nichts mit Asien zu tun haben. Die hat auch so Designs mit so größeren Zeichen. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich was Russisches sein. Und mit so einem Bär und einem Reh und, aber das sieht so toll aus. Also einfach nur das Design und diese Naturdarstellung, die hat es einfach drauf, wirklich, muss man wirklich sagen. Ja, was ihr natürlich schon kennt von der lieben Crafted by Shadow Kitty. Ich muss jedes Mal überlegen. Die hat ja den Riolis-Saul ausgerufen und stickt dieses nicht gerade kleine Bild, was auch in einem länglichen Format übrigens ist. Ich wollte es nur noch mal sagen. Erkennt ihr ein Muster? Und das ist der Fuji. Und ich könnte mir vorstellen, dass es der Lake Kawaguchi ist, von dem aus das gesehen wird, diese Perspektive mit den Kirschblüten. Genau, das kennt ihr schon, ist ja bekannt, ein Riolis-Kit. Das andere wäre die Sakura-Pagode. Kennt ihr ja auch. Wer hat das denn gestickt? Boah, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Meldet euch gerne, wer es gestickt hat. Ich weiß, dass die liebe Spinning Cat es gestickt hat. Die hatte schon die. Ey, genau, die hatte die Brücke fertig und hat jetzt im Riolis-Saul, denke ich, die Pagode gestickt. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und es gibt viele, die das sticken. Ich weiß nicht, warum diese Kits so mega beliebt sind. Die sind super schön. Aber es gibt gar nicht so viele Asienliebhaber. Und ich habe das Gefühl, diese Kits sticken auch Menschen, die nicht so krass auf Japan stehen wie ich. Dann habe ich noch das Fujiyama und Lake Kawaguchi. Da sind wir wieder. Von Oven heißt es, glaube ich. Genau, von Oven. Auch eine russische oder ukrainische Firma. Russisch, glaube ich. Genau, da sieht man auch den Fuji und Kirschblüten und den Lake Kawaguchi. Sind halt berühmte Perspektiven. Das wurde ja auch von dem Hokusai, also Hokusai geschrieben. Der Hokusai ist ja der, den kennt ihr auch, der diese Welle gemalt hat. Es gibt doch dieses ganz berühmte japanische Bild mit dieser Welle. Und da ist ja auch der Fuji im Hintergrund. Und eigentlich sind das ja die Pan 40 oder Pan 90, ich glaube 96 Ansichten des Fujiyama oder so, hat ja dieser Hokusai
gemalt, gezeichnet, wie auch immer. Und ganz typisch ist eben auch diese Ansicht von dem Lake Kawaguchi auf den Fuji. Daran erinnert mich das immer. Genau. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele Sets in der Richtung. Und das ist so schön. Weil es auch so einen tollen Stil hat. Es ist halt eher wie gezeichnet und nicht so, ja, so malerisch, sage ich mal so. Dann habe ich ein Kit, was ich auch bei der Dame von Instagram gesehen habe. Und zwar heißt das Under Heaven Cranes, also unter dem Himmel Kraniche. Ich fand das so schön, weil es auf rotem Stoff ist und weil die Kraniche hier so fliegen. Mega schön mit den Blüten. Man stickt da eben praktisch alles, was rot ist, nicht. Weil, wie gesagt, der Stoff ist rot. Fand ich halt mal schön. Rot ist meine Lieblingsfarbe und fand es halt toll einfach. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich offensichtlich auch schon angestickt habe. Ich habe ja, also sind wir wieder bei Riolus. Das ist ja eigentlich meine Teilnahme am Riolus Stitch Along. Die Sakura Bridge, also die Brücke, die eben, wie gesagt, die liebe Spinning Cat schon beendet hat. Die sticke ich ja eigentlich im Riolus Saul. Und hier ist das, was ich schon geschafft habe. Also eigentlich bin ich ganz gut vorangekommen, als ich dran gestickt habe, aber zurzeit komme ich nicht ran. Also, so weit bin ich auf jeden Fall schon. Könnte man mal weitermachen. Die Farben sind halt wirklich echt schön. Ja, genau. Das kennt ihr also. Also das, diese Serie hier von Riolus habe ich natürlich komplett. Muss ich ja. Als Asienliebhaber wäre alles andere eine Schande. Und dann sind wir auch schon beim letzten. Ach so, na nee, gut, die Geishas habe ich euch ja extra gezeigt. Das kam mir gerade so wenig vor. Jetzt hoffe ich, dass ich das Bild dazu finde. Ach ja, hier. Jetzt muss ich das nur rauskriegen. Ich habe nämlich gerade das hier in den Reißverschluss verheddert. So, ich habe das hier hinten reingetan, deswegen ging das so schwierig. Also jetzt. Meine Damen und Herren, bitte üben Sie sich in Geduld. Und zwar ist das dieses Motiv und das heißt Purity, Strength and Truth. Und das ist auch ein mega schönes Motiv, wie ich finde. Mit dem Buddha und auch mit diesen, da sind es wieder die länglichen Motive, diese länglichen Borten und die Blüten. Ich finde es einfach mega schön. Wird auf 14 Count gestickt, ausnahmsweise mal. Und da habe ich auch schon länger nicht dran gearbeitet. Schande über mich, aber ja, ist halt so. Moment bitte. Ich muss kurz die Nadel parken. Und ich bin da bisher so weit. Also eigentlich habe ich schon relativ viel geschafft. Da habe ich wirklich im Akkord damals dran gearbeitet. Also ich habe es bekommen und habe direkt angefangen. Aber es ist auch mega anstrengend, weil man teilweise, ich glaube hier zum Beispiel, musste ich 5 Fäden nutzen. Also man stickt da nur halb, aber versucht mal 5 Fäden dadurch den Stoff zu kriegen. Also das ist selbst bei 14 Count nicht witzig. Ja, aber der Effekt ist halt toll. Also man hat zum Beispiel hier dann so ein bisschen so ein 3D-Effekt bei der Schrift. Fällt wieder alles runter. Und hier zum Beispiel auch bei dem Muster. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich finde es mega schön. Also hätte ich auch direkt wieder Lust mal drauf. Aber ich möchte jetzt gerne die anderen Projekte voranbringen. Wäre aber auf jeden Fall was, was man dringend mal wieder bearbeiten könnte und sollte. So. Und da sind wir auch schon durch. Ging noch schneller als gedacht. Na gut, 40 Minuten waren es trotzdem, aber ich hätte gedacht, dass es noch viel, viel länger dauert. Aber ich habe mir Mühe gegeben, nicht ins Reden zu kommen. Ja, also das ist meine Asia-Parade gewesen. Ihr habt ja schon die Geisha-Parade gesehen und jetzt wisst ihr auch, was ich für Asia-Kits noch zusätzlich habe.
Ist das ganz schön viel, ich weiß. Ich wünschte, man hätte mehr Hände, mehr Augen, mehr Zeit. Aber so ist es leider. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr seid nicht auf zu viele neue Ideen gekommen. Doch, ich würde mich freuen. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ihr vielleicht ein oder zwei Kids super schön fandet und sie bei euch einziehen sollen. Aber ja, wir wollen ja eigentlich immer niemanden verleiten. Aber ich hoffe, wie gesagt, die Parade hat euch gefallen und wir horchen uns ganz bald wieder. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich das Monatsupdate mache. Vielleicht drehe ich es auch ein bisschen zeitiger als sonst und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht nicht so viel bei der Hitze. Und wir hören uns, wie gesagt, ganz bald wieder. Bis bald, meine Lieben. Tschüss.